So, bis gleich, weiter geht's. Tekken Tag Tournament. Jack 2 und Lee wird unsere Leute für den Start heute sein. Mal schauen, wie viele Charaktere wir diesmal schaffen. Im letzten Part sind es doch 5 Stück gewesen, was echt wow war. Hängt von den Charakteren ab, muss ich sagen. Ein weißer Kuma, ey. Auch nicht schlecht. Sieht eher wie so ein Seemann aus, ne? Hui. Junge! What the fuck, ey? 5-mal den gleichen Angriff, ey. Wow. Ja gut, da kannst du nicht viel machen, wenn du 5-mal den Angriff hintereinander... Ja, geil. Aber doch zu lange gebraucht. Sorry, das habe ich jetzt persönlich genommen, wegen Bruce. Nee, Brian. Ja, das habe ich jetzt persönlich genommen, einfach, ey. So, Reisobert, ey. Setzt er die ganze Zeit den Konter ein. Immer den gleichen Konter. Immer Konter, Konter, Konter. Konntest du nichts machen? Du musst es ja angreifen, so, ne? Weil sonst klärt ihr dich einfach so, ohne dass du irgendwas gemacht hast, so. Und sorry Leute, aber ich bin einer, der lässt sich nicht klären. Also nicht ohne Gegenwehr. Gut, manchmal passiert das einfach, ne? Dann kriegst du einfach perfekt ab, ey. Das ist halt so, ne? Aber ganz ehrlich, das finde ich zum Kotzen so. Wenn du gar nichts machen kannst, weil der die ganze Zeit kontert. Und hätten wir nichts gemacht, ich wette mit euch, der hätte uns trotzdem noch irgendwie gefinisht. So, das wird lustig mit Eddie mit Eddie zu kämpfen. Ne, weil gegen Eddie habe ich gar keine. Also Eddie bin ich echt nicht gut drin. Ja, wir sind... Ja gut, da wurde ich gefinisht. Leider. You win.
fight. War das schwerer als erwartet? Und Spike. Tag Battle. Ja gut, der Cut Damage bringt kaum was. Man sieht ja, zieht kaum was. Oh cool, Devil und Okra. Oh, auch kein schwaches Team, ey. Tag Battle. Fight. Okra in Blau. Sieht auch nicht schlecht, aber interessant aus, finde ich. Also. Fight.
Tag Battle. Fight. Stop. Stop. Also Hayachi verstehe ich, aber Kazuya in Bezug zu Ball? Das verstehe ich gerade nicht so. Also kommt mir jetzt nicht so wirklich, muss ich sagen so. Nice. Wir haben nicht einmal gewechselt. Spike und Michelle. Okay. Ja. Wir sprechen wahrscheinlich immer noch falsch aus. Tut mir leid. Perfekt. Ja, ich rede jetzt gerade ganz wenig, tut mir leid.
gerade so im Rausch. Ein bisschen am Überlegen dabei. Ich habe ja schon ein bisschen gelabert auch mal im Bereich von. Nicht schlecht. Bereich von bei Need for Speed zum Beispiel. Ich kann super entspannen. Im Bereich von. Ja. Bei Rennspielen kann ich super gut entspannen. Und halt auch. Bei Prügelspielen geht das auch. Also jetzt ging es gerade. War super entspannt, fand ich. Hab einfach nur gekämpft. Was ich sonst immer ganz gerne tue und Steve gut. Oh, fühlt man sich gerade so wach fühlt man sich dann. Und jetzt gerade, jetzt wo ich gerade am Reden bin wieder so. Ist man irgendwie wieder so wach. Vorher war ich dann so sehr entspannt einfach so. Das habe ich manchmal. Dann denke ich über Sachen noch ein bisschen gerade so. Ja. Tag Battle. Fight. Finde ich aber praktisch sowas. Also. Ist angenehm sowas. Wenn ich aber zum Beispiel nicht, wenn es laut ist oder wenn ich halt nicht allein bin, dann klappt das nicht. Also wenn Menschen um einen herum sind, funktioniert das bei mir auch super selten. Nur wenn ich mich auf irgendwas gerade fett konzentriere. Deswegen mag ich es zum Beispiel super gar nicht, wenn ich zum Beispiel Karten spiele und viele Menschen um einen herum sind. Boah, das kotzt einen an. Also mich kotzt das an. Da darf er sich eine Predigt anhören. Also die Trommeln sind echt sehr inspirierend, muss ich sagen. Muss ich hier leider die Tochter schlagen. Oh, Roger. Cool. Hi-ya!
ist das denn? Tiger? Tag Battle. Fight. Oh, den kenne ich ja gar nicht. Wer ist das denn? Tiger? Boah, der sagt mir echt nichts. Aber bald den Kampfstil von Eddie. Mal schauen, ob wir den freischalten. Diese Tritte haben wehgetan. Das kann ich verstehen, Ganryu und Michelle. Aber Okra und Armor King kann ich jetzt nicht verstehen. Muss ich sagen. Also eher weniger. Naja, jetzt geht's mit Armor King weiter und Gunjack unterstützt uns. Oh, Mina mit grauen Haaren sieht auch super, sehr gut aus. Steht hier auf jeden Fall. Fight!
Dankeschön, dass du nicht gewechselt hast. Jetzt hast du gemerkt, dass ich in Gefahr war. Na ja, gut, eine Pause bräuchte ich tatsächlich langsam. Ich habe vieles am Stück jetzt aufgenommen. Unter anderem zwei Projekte gerade abgeschlossen. Und jetzt sind wir gerade am dritten dran, so. Boah, ich glaube heute darf ich Pause. Ich denke mal, ich darf Pause machen. So ein bisschen auf jeden Fall. Ja, ich hatte die Zeit einfach und dann dachte ich mir so, komm, nimmst du ein bisschen auf und ja, jetzt sieht man ja, wie lange ich immer noch sitze. Ah, 6 Stunden, glaube ich. Also nicht ganz, also nicht so viel habe ich nicht aufgenommen, 6 Stunden, aber 4 auf jeden Fall. 3, 4 davon auf jeden Fall. Das lief auch alles ganz gut. Ich hatte, war auch um... Das habe ich manchmal einfach so, du spielst ein Spiel und zack, machst du einfach dann. Läuft es einfach so ein bisschen. Ich meine, dafür habe ich die anderen Tage auch ein bisschen relaxed, kann man ja sagen. Oder einfach nur Video bearbeitet, also gerendert und so weiter. Nimmt ja auch viel Zeit in Anspruch, auch zu kontern, Alter. Mann. Danke. Ja, und dann kann man ja hier heute mal Hähnchen machen, um das wieder zu bearbeiten dann. Naja, keine Chance gegen den Meister, ist halt so. So Leute, wir sind bei einer halben Stunde. Ich würde sagen, das war's erstmal. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Tekken Tag Tournament. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, haut raus und ciao.